MG einfach mal auf den Hohen heizen. Verstanden. MG, ihr könntet eigentlich mal hier auf diese Position. Okay, wir kommen. Okay, momentan haben wir Schuss, bleibt mal drauf. So, der Rest mir hier nach, in den Wald rein. Komm mal hier vor. Ah, fuck, hier, nein, nicht, 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 stopp, 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 von Ost schießen, komm. Auf das Schiff. Ja, ich bin aus schon. Ja, ja, das ist schon so ein Ding, ne? Danke. Jo. Kruppstahl liegt. Ah, den Rest, wir werden hier südlich des Punktes bleiben. Ja, ich kann. Ich hab ein bisschen was im Weg, aber ich bin gute Deckung, aber der Panzer sieht was vielleicht. Ich kann keine Einzelne erkennen, aber ich kann ganz gut hier. Der kann sonst den Kruppstahl hochheben. Ich versuch's. Achso. Links oder rechts vom Heuball? Es kommt jetzt noch ein zweiter Mann zum Ready Set. Jetzt bei meiner Team, euer Team ready. So. Der ich kommt euch ein bisschen zu optimistisch. Dritter Mann ist unterwegs. Ja. Guck mal da auf die Scheune, da bei Kruppstahl und Bernhard. Ja. Verlegen. Sollen wir verlegen ein bisschen? Wieder Richtung Süden. Oder Norden willst du da? Sandy, halb ich mal bitte. Haben wir immer noch einen Panzer da hinten auf der Straße? Dankeschön. Sonnen ist des Teams, außer das MG-Feuerteam. Wir werden die Position davon halten, die wir eben eingenommen haben. Achtung, da ist Feind voraus in der Scheune. Alles klar. Vielleicht wäre es besser, wenn ihr das Ergebnis wieder nach vorne verschiebt. Weiß ich nicht, müsst ihr selber entscheiden. Ich weiß nicht, wie euer Schuss fällt. Ich hebe gerade Nikolaus hier auf.
Wir werden mal versuchen, den Punkt zu campen. Ich möchte, dass wir alle hier die Straße mal enden, Smoke. Ja. MG. MG Feuerteam auf die Position, komme. Wir brauchen jetzt Unterstützung, wenn wir kommen. Komme. Letztes Magazin ist verschossen. Komm, Herr MG, ich mach dir mal einen Bridge. Ich bin. Wir liegen im Graben vor uns. Und bleib. Ich komm. Wie rüber. Weit ungefähr? Ah, nee. 100 Meter circa. Ich hol dich hoch. Also nah. Wir sind genau Richtung Ost. 100 Grad sind die, genau. Bei dem Baum. Okay, rauf liegt, rüber. Hier für dich, MG. Kernhardt, du läufst alleine? Ja, komm bitte. Danke. Kein. Sieg oder so gerade, wie das eigentlich so schön sagen würde. Das ist MG, was der. Was ist die Straße? Ja. Was ist denn ein Panzer? Ja. Gernhardt, der Panzer stirbt schon die ganze Zeit. MG holt Sani hoch, Sani holt mich hoch. Ich kann leider nichts gegen den Panzer machen. Nö, ich steh auch weg. Rauch hab ich schon geworfen. Müsste jetzt hoch in der Rauch. Schützen, denk dran, wir haben Munition. Warum seid ihr immer noch auf der anderen Straßenseite? Komm mal rüber in den Wald. Halt. Wir müssen den Punkt angreifen. Wir beschossen werden? Wir sind verwundet Rauch. Teilweise. Rauch. Fuck der Nah, sorry. Holt mich nicht hoch, ich suche dein Brandy und verlängere den. Können wir tatsächlich nicht einen Rally bekommen, wo wir jetzt sind? Ne, letztes Mal haben die da alles zugemörsert, da wurde unser Rally ganz schnell zerstört. Ich lasse ihn hier, bis wir eben da oben sind, wenn wir über die Straße gehen. 80 Grad zur Feindbewegung von unserer Position aus. Haben wir einen Squad-Lead hier? Nein, ne? Weiter krabbeln, weiter raus da. Lebst. Sorry, falsche Richtung. Feind MG ungefähr 80 Grad von unserer Position hier. Beziehungsweise genau südöstlich von dir, Gernhardt. Wie viel Meter ungefähr? 150 Meter. Also quasi an der Waldgrenze? Ja. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum unsere drei Panzer alle auf einem Haufen im Norden sind.
Sind das unsere Mörser? Ja. Denk dran, auch blindes Feuer. 3 Kilo Ladung liegt an der Scheune. In der Scheune sind sie definitiv. Da liegt sie. Drei Kilo Ladung ist nicht hochgegangen. Pionier ist jetzt in der Shop. Wir cap. Bitte keine Granaten in die Scheune werfen. Pionier liegt hier drin. Musst du auf Local machen. Warum sich kein Panzer mal zu uns an die Hauptstraße stellt. Ja. Pionier, du hast Feind hinter dir. Südeingang. Da kommt ein Feind aus dem Südeingang, Pionier. Einen bekämpft. Pionier ausgefahren, weitere Feinde in der Scheune. Achtung, Feind von Norden, meine Position. Kommt durch den Wald. Rally Point 22. Jo, ich hab's im Blick. Munitionskiste wurde überrannt. Es lebt kaum noch einer. Gernot? Ja? Warum stehen die Panzer von uns so weit hinten? Wie bitte was? Warum die Panzer so weit hinten stehen? Ich hab keine Ahnung, wie Panzer machen. Ist überrannt, Feindkontakt.
Gernot auf deiner Position. Hirschi, komm ran. Nikolauser, Achtung, im Wald an der Ecke. Verstanden. Nicht wenn du so offensichtlich normalerweise war. Nicht wenn da jemand... Ich seh doch nicht, dass du hinter mir nach. Okay Leute, wir versuchen die Scheune zu stürmen. Macht euch bereit. Gerhard, Granate voraus. So Leute, macht das hier die Scheune kaputt. Ich bleib hier liegen. Dein Schütz im Norden der Scheune. Vielleicht hätten wir den Charge mal mitteilen sollen. Hab ich gemacht. Ist der das tot? Vorsicht, hier ist außerhalb, westlich der Scheune schon. Ralle, du lebst? In der Scheune, Achtung. Ein habe ich. Rally bei 1-10. Feindrally zerstört. Jo, hast du Blick, Dagger. Gefühl, die spawnen näher als wir an der Cap. Also von Anfang an schon. Von wo rücken die nach? Zweimal zu dir. Pionier ist unterwegs. Auf meiner Position. Wieder hier, Sunny. Wieder. Wir sind in der wieder Scheune. Hier, Kante kommen, Raum nach vorne schmeißen und versuchen die Scheune gleich zu stören. Mindestens zwei Feinde in der Scheune drin. Kannst du
Granate geht voraus, raus, hier schon mal. Luke, du bist der Erste. Ja. Gernot hat nicht geklappt. Bisschen Rauch auf dem Punkt wäre nicht schlecht. Im Wald, nördlich unserer Position im Gebüsch muss einer sein. Okay Leute, Achtung! Wir spawnen beim Ready, nicht weiter noch, beim Ready sammeln. Scheiß gute Panzer, wir suchen das jetzt anders. Leute zurückkommen, Luli zurückkommen. Feinkontakt. Hirschi zurück, alle zurückkommen. Nach. Wir überqueren jetzt die Straße. Zurück in den Wald auf die Ausgangsposition, wo wir eben waren. Hirsche kann ich dir nicht. Los, 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 legt euch. Hier in den Wald rein. Wir bewegen uns weiter Richtung Süd. Schießt irgendwas? So, weiter mir folgen. Okay, wir fahren jetzt so schnell wie möglich dieses Feld bis zum nächsten Wald. Kurze Schlucken, Deko. Nichts für dich zu sagen. Und weiter. Guck mal, haben die Briten eigentlich Schaden? Nee, haben sie nicht. Ich hab einen gut. So, zwei Mann wieder zu mir, nein, ready set. Kannst du noch gar nicht, erst in 50. Ich glaube, das haben wir es hochgeschraubt. So, aber jetzt Squad, die am Feind vor uns. Offen halten. Wir haben Feind direkt voraus und bald. Vorsicht. Aus der Lied, Schütze Nikolausi meldet gefallen südlich der Position, also südlich von euch. Müsst da gucken, dass ihr nicht flankiert werdet. Ja, südlich fein. Ist auch nur wie südlich. Hm. Südlich. Okay, südlich mehrere Feinde.
südlich vom Valley Point. Ja, 300 Meter. Wir werden versuchen nach oben zu kommen, Leute, mit einem Kampf ab. Danke dir. Okay, hier ist man weiter nach Norden. Der Valley wird vielleicht bald blockiert werden. Deswegen werden wir den Kampf abbrechen. Sollen sie denken, dass wir weg sind. Deswegen einfach nach Norden straight weitergehen. Ja, möchtest du voll Leben haben? Nee. Ja, sehr gerne. Hast du die höhere Wahrscheinlichkeit, in der Wunde zu werden? Was los? Achso, sorry. Ich dachte, ich wäre schon alt. Danke. Immer gut kämpfen. Rally ist blockiert. Danke. Rally, man hat. Alter, ist. Nicht aufregend. Diese Scheiße. Aufregend. Nee, es liegt einfach an diesen scheiß Frame-Einbrüchen auch, Alter. Ich lade nach, vom Frame-Einbruch habe ich nicht nachgeladen. Dann steht Feind vor mir, ich will schießen, habe meine Waffe nicht nachgeladen. Die ganze Zeit so ein Scheiß, Mann. Das kann ich überfreuen. Mit rechten Dingen. Habt ihr diese Frame-Einbrüche auch? Ja, ja schon. Ich habe auch öfter mal Disconnect. Du ich gar nicht. Was mir. So Rally ist heißt. Was mir ja, aufgefallen ist. Wir spawnen neu oben bei der Farb. Was mir aufgefallen ist, wenn ich weit weg Soldat sehe, verwandeln die sich in Sprites. In was? Sprites. Das sind Standbilder, die sich 2D-mäßig bewegen. Ja, hatte ich auch schon. Ich hab die ganze Zeit 2D-Bild. Habt ihr Brillen auf? Dadurch wird 3D simuliert auf dem Super Nintendo damals. Auch auf K64, wenn ihr das kennt, auf dem N64. Na klar kenne ich den C64. Kiste kenne sogar ich. So, wir bewegen uns in Richtung Süden. Ich habe teilweise Frame-Einbrüche, da springt es dann von 50 runter auf 15, ey, das ist so lächerlich. Ich hatte 7 eben. Ja. Hast du denn einen Rechner, der gut genug ist? Ja. Es liegt auch nicht am Rechner oder am Spiel, es liegt einfach am scheiß Server, Mann. Auf Public-Servern habe ich auch keine Frame-Einbrüche. Also ich hab's hier so gut wie gar nicht. Ich hab keinen Lag. Ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Mal bei dem Event hatte ich auch keine Frame-Einbrüche, nur echt minimal und heute ist es wirklich schlimm. Hatte ich auch so, letztes Mal. Hauptschuss überklären. Ja, aber keine Ahnung, man. Letztes Mal lief wenigstens die Panzerunterstützung besser. Diesmal, ich weiß nicht, was die für eine Scheiße machen, jetzt mal ernsthaft. Das letzte Mal war die auch nicht schon gut. Ja, besser als diese. Ihr müsst mal auf euren Ding achten. Ich habe teilweise Sprünge auf 200, 300.
Was mich an den Panzern stört, ist, die denken nur, wir müssen gegen Panzer kämpfen, aber die müssen ja uns unterstützen. Ich habe mindestens dreimal gesagt, dass wir hier im Süden Panzer unterstützen brauchen. Es kam nicht ein einziger Panzer hier runter. Einmal hatten wir zwei Panzer an der Hauptstraße. Oh Mann. So, ähnliches Prozedere. Wir werden weiter Richtung Süden vorrücken, einen Rally setzen und diesmal einen noch größeren Bogen nehmen, dass wir den in den Rücken fallen. Ja. Leute, ach. Okay, wir nehmen uns. Ein Fahrzeug. Ah, nee, scheiß drauf. Komm weiter. Okay. Kübel. Willst du doch ein Zwischenrally setzen? Ja. Aber erstmal mir nach, bitte. Oh ne, ist fein. So, weiter. Feuer einstellen, kein Feuerkampf aufnehmen, schön unsichtbar vorgehen. Na, Schluss nicht. Dann geh ich mal voran. Vor uns ist Bewegung an der linken Straßenseite. Ich weiß, sterbe ich doch. Nördlich von uns auf dem Feld, 100 Meter war auch was. Kein Kampf aufnehmen. Feuer einstellen und mir nach. Wir bleiben unsichtbar. Schnell hier rüber. Hier spawnt der Feind. Wir gehen weiter Richtung Osten. Augen offen halt nach Rallies, wenn gefunden zerstören. Ab jetzt ist Feuerkampf aufzunehmen. Also feuerfrei quasi. So, jetzt durch den Wald Richtung Westen vorrücken, auf den Punkt. Ja. Hier alles klar, Leute. Ihr könnt angreifen. Ab jetzt autonom vorgehen. MG, euch hätte allerdings trotzdem gerne hier irgendwo stationär, dass ihr mal schaut. Und Feind vernichtet. Ja. Wir werden als erstes die Scheune hier in Angriff nehmen. Los, los, los. Frage. Alvarez war doch der Pionier. Der ist jetzt weg.
Okay, alles klar. Alle die Scheune einnehmen, verschanzen, Ausgänge im Blick behalten und so lange halten, wie nur geht. Keine unnötigen Risiken eingehen, nicht mit irgendwas ablenken lassen, schön die Eingänge bewachen und frei halten. Ich deck den Osteingang. MG nimmt den Süden. Die Töter. Ich deck den neben dir, den West. Ah, okay. Aus Norden scheinen wir uns kommen. Aus Norden kommen unsere Leute. Der Feind wird wahrscheinlich aus dem Westen kommen. Wenn der hier reinschießt. Oh ja, stimmt. Achtung, Marcello vorne. Südeingang. Gut gemacht, Gernot. Dankeschön. Nein, keine Granate reinwerfen. Achso, nee, ich dachte, du wirst. Kopf unten halt. Nicht rausgehen, nicht durch die Fenster schauen. Wir bekommen Feindkontakt aus dem Norden, Richtung Norden ausrichten, nicht dem Feind entgegenlaufen und den Feind auf sich zukommen lassen. Zwei Schiffe mit, wir brauchen einen Helm. Bleib mit dir. Zwei Schiffe, keine Sanitäter. Vorsicht, Panzer schießen die Straße runter. Bitte eins da. Von Osten ist ja close. Achtung auf meiner Position, nur die. Bitte hol ihn weg. Ich hol dich hoch. Ja. Du lebst, bitte erstmal kämpfen. Geht klar. Westeingang, Südwesteingang von der Scheune. Hinterm MG. Die sind um die ganze Scheune herum. Jo, da weg. Warum konnten wir die nicht halten? Was haben wir falsch gemacht? Weil wir keine Unterstützung bekommen. Wir machen nichts falsch, Leute. Wir haben keinerlei Panzer unter. Ihr seht doch, wie aggressiv deren Panzer durchgehen. Die fahren hier zu zweit durch den Punkt. Unsere Panzer, ich weiß nicht, wo die sind. Ich weiß nicht, was die machen. Also ich hab das eine Mal, wo ich die Panzer
gefunden habe, waren sie drei zu dritt oben bei Schweizer lassen. Hedda hat im Kommando-Channel rumgeschrien, das glaubt ihr nicht, Alter, dass sie ihren Arsch bewegen soll. Ding gesagt, kommt hier runter, dreimal, wir brauchen Panzerunterstützung. Ich habe nicht ein einziges Mal eine Antwort. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Nein, nur zur Frage, was wir falsch machen. Wir machen nichts falsch, das sind die verfickten Panzer, die ihren Arsch nicht hochkriegen. Das Ding ist eh durch, bleib ruhig. Ja, aber ich will nicht, dass du gut gemacht, dafür die Schuld gibt. Ich gebe mir nicht die Schuld, aber Gernhard, ich freue mich, dass du dich da so ein bisschen emotional aufregst. Das ist nämlich gesund. Du willst mich doch verarschen. Krubi wird mir sympathisch. Ich dachte, hey, Krubi, schon... seit wann? Ey, was soll das jetzt? Jo. Wie bitte? Ja, Gedanke. Du nicht, deiner ist fett. Ich frag mich, wo die den Server angemietet haben. Performance ist ja mal miserabel. Also bei mir fängt ganz hart ab, an rumzuspacken, wenn ich meine Karte aufmache und dann End drücke, um ranzuzoomen. Stimmt, das habe ich auch, aber nicht so schlimm. Na, weil da ist es bei mir am schlimmsten, was die Karte angeht. Den Server spiele ich auch nicht mehr. FPS von 7 gehabt eben. So, wieder rüber in den Wald. Auf der Bierstube kannst du die Leute auch nicht bringen. Also ich meine nur, weil so viele Ausländer dann da sind und dann die halt auch ab. Ich habe im Schnitt 30 FPS. Wie sieht's bei euch aus? Ich auch, so auf 30, 40. Ich hab immer lass mir die gar nicht erst anzeigen. Ich lass mir die gar nicht anzeigen. Ja, normalerweise hab ich 60. Ich hoffe, das hast du jetzt aber nicht falsch verstanden, ich das ging nicht gegen deinen Server. Und worst case, setz ein Rallye, bevor du stupst. Ah ja, danke, dass du sagst. Hast du Texturenvorladen an oder aus? Weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Mach aus, dann geht's schneller. Naja, bei mir geht's mit an deutlich besser. Ich habe mit an weniger hohe Peaks, aber dadurch konstant immer 7 FPS. Wollen wir es nochmal versuchen? 50 Grad auf dem Feld. Ja, versuchen nochmal auf dem Feld. Das ist tot, das ist noch einer. Habt ihr es gelesen? Nee. Keiner schreibt gut gern. Feind in den einen Wald drin, gerade nordöstlich von uns. Unsere Panzer kommen. Ja, zwar nur Kumpfstahl vor dem Schloss rein. 500 Ticket zu spät, aber naja. Thank you.
Oh Scotty, ich hab einen auf meiner Position, das ist rechts von dir. Im Gebüsch. Da wo die beiden da nicht zulaufen, im Gebüsch ist die Brandschütze. Ja, verstanden. Nein, hier noch. Da ist noch einer. Vorsicht, Kontakt auf der anderen Seite. Ich bin tot. Der hockt hier im Gebüsch. Südlich unser Panzer in dem Waldstück hockt auch Infanterie. Rally 220. Ach Nobi, musstest du jetzt spawnen? Ah, Vorsicht, ich war hier unter Beschuss von der. Ja. Ach komm, GG, Leute. Ja, GG, aber dazu gleich im Tiefzug mehr. Mies Brise. Was für ein Scheiße, ey. GG. Naja.